Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, was bin ich so hell heute Morgen hier? Ich muss gleich mal das Licht abschalten. Ich bin so wumm, ich strahle so. Warte mal, ich muss mal hier. Wie kriege ich denn das hier weg? Das weiß ich nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich strahle, ich hoffe, ihr auch. Patrick auch. Hör mal, ich sehe echt so total, was geht denn da so ab irgendwie? Das ist so hell hier draußen. Was könnte ich tun? Gar nichts. Also bei mir siehst du ganz normal aus. Ich guck mal in den Stream. Ja, guck mal, ob ich da auch so aussehe wie ich. Ich sehe hier so... So das Licht irgendwie so, peng. Ja, du kannst dir ja morgen so ein Donald Trump Make-up machen vielleicht dann. Oder die Frisur auch, guck mal, ne, so. Also gut, wir machen jetzt einfach weiter, so ist es, oder? Guten Morgen, ihr Lieben, so ist es, so bleibt morgen. Es. Ich hoffe, es geht euch gut, es ist Sonntag, wir sind für euch da. Wir haben einen tollen Star für euch heute, einen Gast, den wir 20 Minuten interviewen werden. Ich zeige euch auch schon mal das erste Bild. Da ist sie. Ach, muss man ja als Frau auch mal sagen, eine sehr hübsche, junge Frau, Superstar in Indien, in der neuen Netflix-Serie. Ist die eigentlich neu? Weiß nicht, es war Indiens erste Netflix-Serie, der Pate von Bombay, Sacred Games. Und wir freuen uns auf Elnaz Norouzi. Freue ich mich wirklich. Sie ist zurzeit in Deutschland. Sie spricht Deutsch. Sie spricht so viele Sprachen, also ich weiß gar nicht, wie man das alles so schafft. Ich bin sehr gespannt. Du auch, ne? Ich auch, ja, ja. Also ich bin da nicht so bewandert in dem indischen Filmmarkt, aber ich das auch nicht, ist aber, sehr groß. Aber Fall, wie gesagt, ja. Gibt es auf Netflix, guckst du auch Netflix-Serien? Mhm. Ich gucke auch Netflix tatsächlich, ja. Da gibt es auch gerade so ein kleines Skandälchen tatsächlich. Da ist, für Skandale bin ich immer auf, zu haben. Also so Nerds wie ich, uns fällt ja immer alles auf, ne? Und da gibt es gerade auf Twitter so ein bisschen Streit, weil denen ist aufgefallen, es gibt so eine Szene in Zurück in die Zukunft 2, da sucht Marty den Almanach, also der in der Zukunft oder in der Vergangenheit dann die ganzen Sportwetten ermöglicht, ja. Und findet den im Mülleimer und dann klappt er den auf und dann ist das aber ein Schmuddelheftchen. Oh. Und Netflix ist wohl hingegangen und hat die Szene, wo er das aufklappt und dann merkt, dass es ein Schmuddelheftchen ist, wohl rauszensiert. Nein! Also, und das ist schon ein bisschen Skandal, weil man geht ja eigentlich davon aus, wenn man auf Netflix sich einen Film anguckt, dass der dann halt auch wirklich in voller Pracht dann zu sehen ist und nicht irgendwo was rausgeschnitten wurde. Ne? Ja, das stimmt wohl. Das, da schon, müssen wir nachher das schon ein bisschen komisch. Elnaz fragen, ja, wie das denn so zugeht bei den Dreharbeiten. Die muss das ja wissen bei den Netflix-Serien. Und die muss ganz viel tanzen. Ich meine, Bollywood sind ja nochmal ganz andere Tänzer als bei Let's Dance zum Beispiel. Da musst du echt üben ohne Ende. Wir hören mal, was da, ob sie auch weiß, ob da irgendwelche Sachen rausgeschnitten werden. Du, wir haben schon viele Zuschauer, guck mal, da sagen die einen, Sonnenbrille aufsetzen, Biggie. Wie du sagst, setz die Sonnenbrille auf. Aber echt, weil es hier so hell ist. Kinder, soll ich hier gleich mal irgendwas wegdrehen? Vielleicht geht das ja. Ich weiß es nicht. Hör mal, ich kann UV-50 nehmen. Und, ja, es ist halt ist kein Studio, ne? Das muss man da dazu auch sagen. Es ist halt dein Büro und das zu ist Hause, halt mit der Lichtsetzung halt. Ja, ja. So ist das. So sieht's und aus. Es ist eine Webcam, ne? Das muss man dazu auch sagen. So sieht's aus, ihr Lieben. Also pass auf, Let's Dance. Da hat sich ja richtig was getan am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das war ja irre. Lili Paul Roncalli hat sich ja die Tanzkrone geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war mal ein Finale. Das geht echt in die Geschichte ein. Spektakulär. Und weil die einfach so alle, die konnten einfach alle so gut tanzen. Also da vermutet man gar nicht, dass die überhaupt irgendwas anderes machen, als professionelle Tänzer zu sein. Ja. Ich glaube, die werden ganz hart rangenommen vorher. Die coachen die ja und die trainieren die ja und das ist bestimmt anstrengend, die Zeit vor der Sendung. Immer auch das übrigens nachher ein Thema mit Elnaz. Die musste ja die ganzen Tänze, also in diesem Bollywood-Film wird ja auch viel getanzt, muss sie ja lernen. Ich bin mal gespannt. Also wir haben noch einen kleinen Ausschnitt auch für euch. Aber die tanzen ja gerade alle auf TikTok da, die auf diesem neuen Kanal TikTok. Jeder tanzt. Hör mal, da habe ich Carmen Geiss gesehen. Die tanzt da auch. Erst tanzte sie mit ihrer Tochter Shania, dann mit, wie heißt sie? Davina, ne? Davina heißt die, etwas ältere. Ich hab mich auch gewundert, aber was mich viel mehr interessiert, dich interessiert ja die Tochter, die dann die Augen verdreht, weil sie mit der Mama tanzen genau, muss. Genau, es sieht so aus, sie hat überhaupt keinen Bock, ja. Also die tanzt da und dann rollt die mit den Augen. Ja, ich habe es mir auch angeguckt, ich glaube, das gehörte zu der Nummer dazu. Ach so, du meinst ich damit... Ich glaube, es sah so aus, ob es dazugehören würde. Du meinst damit, der Gesprächsstoff entsteht und man über die Geißen spricht und so. Aber ich frage mich halt, was ist denn da bei der Wand los da hinten? Also das... Ja, da ist die Wand eingerissen hinten bei der Carmen. Und warum tanzt man davor? Also ich weiß nicht, vielleicht ist das
Aber das ist wahrscheinlich nur. Nee, weißt du, was das ist? Das ist gar nicht die Wand. Das ist so ein Foto, so eine Fotorolle. Die hängst du dahin. Nee. Was? Das ist schon. Ja, und das ist das, wo sie die Augen verdreht, aber das sieht man nicht das so. Sieht man nicht das ist so. Ganz am Anfang. Ja, ja, das ist witzig. Ja. Aber das finde ich gut, dass du das so auseinander nimmst und sagst, hey, komm, das ist alles Show. Ja, die Wand ist interessant. Was bauen die da um? Die bauen ja ständig. Die sind ja gerade in Saint-Tropez. Es ist auch nicht kommentiert, dass sie da zuschreiben würde. Wir bauen um. Naja, du, die in Frankreich, wir wollen nicht vergessen, die hatten auch wirklich sehr mit dem Thema Corona zu tun und zu kämpfen. Und Geissens saßen ja da in Saint-Tropez, ja, mit in ihrer wunderbaren Villa. Die konnten wahrscheinlich auch nicht groß rein und rum und raus. Vielleicht haben die auch umgebaut. Wissen wir nicht. Können wir ja mal schreiben. Liebe Carmen Geiss, wir wollen wissen, was ist mit der Wand los. Bauen an. Ja, genau. Ja. Schreibt das irgendeiner wenigstens in den sozialen Netzwerken? Nö, schreibt keiner. Das passt. Siehst du, die gucken da alle gar nicht hin. Die gucken, sagen gar nicht, hör, was ist denn dein Hintergrund? Da könnte wer weiß was sein. Keiner gesehen. Die Carmen, die war... War so präsent. Ja, also dann habe ich noch... Robert! Mach noch mal! Scheiß Carmen! Mach noch mal, du kannst das. Robert! Sehr schön. Klingt sehr, sehr der gut. Der ist ja Kölsch, ne? Ja, der hatte doch diese Jogginghosenfirma da. Die war hier ganz ums Eck bei mir. Oh, damit ist der ja, nochmal. Ja, genau, damit ist die ganz Uncle, groß Uncle geworden. Uncle Sam, das klingt ehrlich gesagt wie so eine Billigmarke. Ja, das also der Name, sie klingt sehr komisch. Ja, aber da siehst du mal, womit du richtig Kohle machen kannst, ne? So. Der mit dem Verkauf hat er doch Kohle gemacht. Ja, und zwar richtig, so richtig viel. Du, dann habe ich noch ein Video gesehen, das hat mir gar nicht so gut gefallen. Ich glaube, den Leuten im Netz auch nicht irgendwie. Wir gehen mal zurück. Wir hatten ja gerade Vatertag. Vatertagsumtrunk bei Pocher und Wendler zusammen. Also die Nummer ist doch echt, komm. Zwei stehen da zusammen und trinken sich einen, ja. Haben die jetzt Streit oder verstehen die sich? Oder keine Ahnung, oder gibt es dann nächstes Promi-Boxen oder so? Ich verstehe das ja, nicht mehr. Ja, also aber auf jeden Fall haben sie sich Vatertag eingetrunken und Oliver Pocher trinkt ja eigentlich gar nichts. Und dann ist der anschließend umgekippt und dem war mega schlecht. Und genau diesen, ich nenne das jetzt mal Throw-up, ich sag's mal nett, ja, hat er dann ins, ja genau, und das Netz so, muss man das alles zeigen? Nein, muss man nicht, deshalb schnell ein anderes Thema. Wie beim Exorzisten oder was? Ja, also ist nicht... Mit der Erbsensuppe? Ja, oh, nicht schön. Gar nicht schön. Was hast du für eine schöne Tasse? Guck die ist ja hübsch. Süß. Meine Sonntagstasse ist da. Eine Maya. Ja. Fast. Wir blicken jetzt einmal rüber zu unseren Freunden in der Türkei. Ja, ganz kurz. Mhm. Da ist ja Ende des Fastenmonats Ramadan und das heißt, das Zuckerfest beginnt und das heißt, man geht zu Freunden, zur Familie, da wird gefeiert, da wird richtig gegessen, da gibt's da werden den Eltern die Hände geküsst, da gibt's für die Kinder Taschengeld, ja. Da ist so richtig schöne Familienfeier, Familienfest. Das, was ja bei uns Ostern ausgefallen ist, eigentlich wegen Corona, wir mussten ja auch alle zu Hause bleiben, ist jetzt in der Türkei. Die dürfen leider nicht feiern, nichts, gar nichts. Sie haben 4-tägigen Shutdown und da muss man jetzt mal sagen, an dieser Stelle, wir denken gerade an euch, gerade bei solchen Festen, das ist wirklich nicht schön, wenn man dann die Familie nicht besuchen kann. Naja, die feiern dürfen die ja schon, aber dann zu Hause, nicht, also ja. nicht treffen. Ne? Nein, ja, nicht klar. treffen. Und einige haben natürlich im Netz dann auch geschrieben, ja, alles gut, aber wenigstens brauchen wir die Häuser nicht zu schruppen und groß aufzukochen. Aber das ist natürlich sehr sarkastisch gemeint, sarkastischer Humor, denn alle freuen sich ja drauf. Ne? Ich glaube auch, dass das rein vom also nicht mal irgendwie so, ich glaube, der Shutdown an sich ist nicht das Problem, sondern auch, weil da die religiösen Bedürfnisse halt da auch sehr unterdrückt werden. So also wenn ist man das. Halt. Ja, weil ich, also dazu ich bin gehört. Ja nicht so religiös, ich kann mich da nicht so reinfühlen, aber ich glaube, wenn man jetzt ein gläubiger Mensch ist und jeden Sonntag in die Kirche geht und dann auf ist einmal das schon wegfällt, schlimm? Ja, finde ich auch, dann was, fehlt ja. auch was. Das finde ich auch. Mhm. Also wie gesagt, wir denken gerade besonders an das Thema Zuckerfest. Zucker, das ist eine Wahnsinnsüberleitung, müsstest du als Mann sagen, ist natürlich unser Gast heute auch. Die sieht einfach nur, ja, sagst du sie mal an. Ja. Oh nö, kriege ich wieder komische Nachrichten, was ich mir hier raus. Nein. Ist unser Gast Elnaz Nuruzi. Und wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist. Wir haben auch gleich einen kleinen Ausschnitt für euch. Sie hat sich für uns heute schon zurechtgesetzt. Guten Morgen, liebe Elnaz. Guten Morgen. Da ist sie. Guck mal, schick. Gut sieht sie aus heute Morgen schon um 10.10 Uhr. Ja? So früh. Am Tag.
Ja. Ich habe noch Ränder unter den Augen. Wie machst du aus? Make-up, Make-up. Ja. Liebe Elnas, wir zeigen gleich auch einen kleinen Filmausschnitt von dir. Und erstmal wollen wir ein bisschen erzählen. Geboren bist du im Iran, ich glaube in Teheran, ne? Genau, da bin ich geboren. Ja, und dann war ich ungefähr, ich glaube, ich war 7, 8, ich weiß nicht mehr genau, als wir dann nach Deutschland gezogen sind mit meinen Eltern. Und ja, dann hat der Spaß angefangen. Dann hast du, der Spaß angefangen. Dann hast du, du sprichst komplett akzentfrei Deutsch. Wenn du jetzt für die Filme musst du natürlich auch alle anderen möglichen Sprachen lernen. Du hast dann Indisch gelernt zum Beispiel. Ja. Ja, genau. Ich habe erstmal Hindi gelernt. Hindi? Und dann habe ich Urdu gelernt. Ist ein bisschen so wie Hindi, aber auch anders. Mhm. Und dann habe ich auch einen Film gemacht, der auf Punjabi gedreht wurde. Also habe ich auch Punjabi gelernt. Ja, so einige Sprachen habe ich in meinem Leben gelernt. Unglaublich. Unglaublich. Und wie ist das, wenn du dann, wenn du das sprichst, merken die Menschen, dass du einen deutschen Akzent da hast? Nee, also Gott sei Dank nicht. Ich bin echt froh, weil ich habe mir echt Mühe gegeben mit den Sprachen. Ich wollte halt immer, weil ich wusste, es ist nicht einfach in Bollywood sich so reinzuschleichen, sage ich mal, weil die Bollywood-Familien sagen ja immer, dass die Leute von ihren eigenen Familien in die Filme kommen. Cousine, Schwester, Tochter, Bruder. Und dann lassen die dich nicht so einfach rein. Und dann dachte ich mir immer so, was muss ich machen, damit ich genauso sein kann wie die, damit die nicht sagen, ja gut, wenn die Hindi spricht, das hört man ja raus. Oder wenn die Schauspieler ist sie ja nicht so gut. Oder die kann nicht tanzen. Ich wollte halt nicht, dass sie das sagen. Und da habe ich mir halt immer richtig viel Mühe gegeben. Und ich höre das halt oft. Viele Leute sagen, ja, man merkt gar nicht, dass du keine Inderin bist. Wir wussten, dass du Inderin bist. Das ist schon ein Kompliment. Wahnsinn. Ja. Gut. Also gut gemacht. Wir wollen unsere Zuschauer mal einmal reinschauen lassen, ja, in ein Video, das wir zusammengeschnitten haben. Da sieht man ganz viele Tanzszenen und ich fahre das jetzt mal ab und sag dir dann, weil du es vielleicht ja gerade live nicht siehst, weil du uns sozusagen zuschaust über Skype. Ich sag dir mal, wann es zu Ende ist. Wir fahren es mal ab. So, da sind wir wieder. Das war ja sehr beeindruckend, muss ich sagen. Wie lange, liebe Elnas, muss man trainieren, um diese Tänze zu können? Also das ist wirklich Wahnsinn. Eigentlich ja sehr lange und eigentlich bin ich auch noch nicht richtig gut. Doch. Ich muss trainieren. Nein. Ich habe ein ganzes Jahr lang halt richtig viel Tanz trainiert. Und ein ganzes Jahr lang habe ich Hindi gelernt. Also ich habe mich immer so konzentriert auf die Sachen, die ich machen will. Und es dauert lange. Ich tanze jetzt schon in Indien seit 3, 4 Jahren. Und Hindi dafür habe ich 2 Jahre gebraucht, um Hindi zu lernen.
Und ja, es dauert alles. Es ist alles nicht so einfach. Du hast in der Netflix-Serie Sacred Games mitgespielt. Das war die erste indische Netflix-Serie. Und dann guckt man sich mal an, wie viele Menschen so eine Serie dann schauen. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn du jetzt in Bombay aus der Tür gehst, ja, wirst du ja nicht erdrückt. Ich meine, sagen nicht alle, wow, da ist sie. Ja, erdrückt, Gott sei Dank nicht. Aber ja, doch schon. Also mich erkennt man schon und manche Leute kommen auch auf einen zu und wollen dann Bilder haben. Aber ich muss ganz manche sagen, machen einen Heiratsantrag. Auch einige davon, genau. Direkt auf der Straße. ja, es ist schon schön. Ich muss sagen, es ist immer ein Traum gewesen und jetzt habe ich das so verwirklicht und ich muss sagen, es fühlt sich toll aber an. Aber wie ist es denn dann eigentlich dazu gekommen? Also ich meine, du kommst aus dem Iran, hast Deutsch gelernt, bist dann nach Hannover und hast irgendwann gesagt, ich will jetzt einfach Bollywood-Star werden. Ja? Ich möchte in Indien in der Filmindustrie Fuß fassen. Da fährt man nicht einfach hin und sagt, tok, 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 hallo, hier ist Elnaz. Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, aber das Lustige ist, ich dachte nämlich, das ist genau so. Nein, ich glaube es nicht. Ich war jung und ich war doof. Nee, ich muss sagen, ich dachte einfach wirklich, dass es einfach sein wird. Und es war halt ein Traum und ich wollte wirklich dahin. Es hat auch wirklich sehr lange gedauert mit meinem Visum. Die wollten mir einfach mein Visum erst nicht geben. Das hat 2 Jahre lang gedauert. Ne? Ich bin richtig zielstrebig, muss ich sagen. Ich will immer, was ich will und ich gehe da richtig nah. Ja, ich habe dann mein Visum bekommen irgendwann, bin dann nach Mumbai. Ich kannte natürlich niemanden. Ich war ja halt ein Model, ich habe dann mit dem Modeln da angefangen, weil ich dachte, irgendwie muss ich ja Geld verdienen und irgendwie muss ich ja leben können. Und ja, und nebenbei dachte ich immer so, ja, wo finde ich denn Kontakte für Film und was muss ich denn machen? Und es ist ja nicht so, dass ich hier schon Schauspielerin war und dann da anfangen wollte. Und dann weiß man ja auch so einiges. Ich wusste ja natürlich gar nichts. Deshalb hat das auch wirklich sehr lange gedauert, bis ich Fuß gefasst habe, bis ich die Sprache gelernt habe, bis ich gelernt habe, wie man mit den Menschen umgeht. Weil die ja ganz anders sind. Die leben anders, die reden anders, die verhalten sich anders. Und wir Deutschen, also ich sehe mich schon so als Deutsche sozusagen. Ich bin ja hier aufgewachsen und meine Lebensart, wie ich rede, wie ich arbeite, ist sehr deutsch. Und das ist halt so ganz anders in Indien. Und das musste ich alles lernen und das war sehr schwierig. Aber ich dachte, ich klopfe und es wird passen. Hat nicht gepasst. Wahnsinn. Aber ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Sacred Games ist ja nun auch sehr in England, also in Großbritannien, ein Hit, ja klar, weil dort eben sehr viele Inder leben. Wenn du zum Beispiel in London bist, was du sicher auch schon warst, da müssen sie doch auch alle ans Auto klopfen und sagen, da ist sie. Du, Birgit, du wirst es nicht glauben, ich habe so eine Story für dich aus Hannover. Zwar, es ist unglaublich, ich hätte es niemals im Leben gedacht gehabt. In Hannover und Hamburg gibt es ja Moja, sowas wie Uber und so, ne? Ich habe mich mal in ein Moja gesetzt abends, das war noch im Dezember. Da wollte ich ausgehen mit Freunden. Dann setze ich mich in dieses Moja und der Mann, der das Auto gefahren hat, ich weiß nicht, was passiert ist, hat da oben Licht angemacht, nach hinten geguckt. Und er hat original, ich mache das jetzt schnell, er hat einfach gesagt, sie sehen aus wie diese Schauspielerin, die ich kenne, aus Netflix. Wir gucken mit meiner Familie gerade diese indische Serie und da ist eine, die sieht aus wie sie. Und ich so, welche Serie denn? Er meinte so, das heißt Sacred Games. Du, ich war fertig. Ich dachte, nein, das ist nicht sein Ernst. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich die bin und er hat mir das nicht geglaubt. Der hat mir das nicht geglaubt. In Hannover. In Moja. Auf jeden Fall, später wollte er dann noch ein Foto mit mir und meinte, dass seine Familie das nie glauben wird. Das war so lustig. Das passiert nicht so oft in Deutschland, weil Leute kennen mich in Deutschland wirklich nicht. Mhm. Aber er war halt Afghaner und die können halt ein bisschen Hindi und gucken sich indische Sachen auch an und das war echt lustig. Also es passiert schon. Ja, also, ja, Patrick.
Wie ist das denn, was mich interessiert, also wenn die im englischen Netflix läuft, ist sie natürlich synchronisiert. Ja. Synchronisierst du das selber oder ist da jemand für geholt worden? Ja, also du synchronisierst das selber, okay. Ich das auf Hindi selber synchronisiert und auch auf Englisch. Bei okay. irgendeinem geht das Telefon, das macht nichts. Wir sind live. Der Manager ja, genau, ruft an, du hast bei was dir verraten, ist, was du nicht bei dir verraten ist was los. Jetzt bist du ja im Moment in Deutschland. Ich glaube, seit wann, wie ist das? Du bist in Mumbai ins Flugzeug gerade noch, ne? In Mumbai ist ja gerade schwer getroffen, auch Corona-Krise in Mumbai, ne? Lockdown haben die, glaube ich, auch, hatten die auch einen Lockdown, ne? Ja, Lockdown wurde jetzt dreimal verlängert und das soll jetzt bis zum 1. Juni noch laufen. Und jetzt bist du in Deutschland und eigentlich müsste ja die deutsche Filmindustrie, müsste jetzt bei dir in Hannover, müssten die ja sozusagen in Reihe stehen, ja, an der Haustür und sagen, du sollst jetzt bitte in einer deutschen Serie mitspielen. Du, ich verstehe es auch nicht, warum die nicht ich auch nicht. Stehen. Ich weiß es nicht, aber die tun das leider noch wir nicht. Wir werden dafür sorgen, dass sie es tun. Pass auf, ab morgen rennen die dir da die Bude ein, du. Ja, bitte. Bitte, also ich bin bereit. Und du ich bin wirst bereit. Die nächste, ich sag mal, Let's Dance-Finalistin. Ja, du solltest da mal mitmachen. Wir haben ja gerade heute Morgen gehört, die hatten am Wochenende hier in Deutschland mit der Serie, mit der Tanzserie Let's Dance, ja, hatten die ja Finale. Und wenn ich mir so deine Tanzkünste angucke, dann musst du hin. Du, gerne. Wollen wir los? Nee, gerne. Also ich liebe ja sowas. Ich tanze ja sehr gerne, aber ich weiß auch, dass sowas wie Let's Dance ist echt nein. nicht einfach. Also die haben da echt hart trainiert. Ja, du weißt das. Ja. Also das ist meinst echt. Du, das ist schwerer als das. Meinst du, die machen da geben da nochmal eine Nummer extra Gas? Also nee, das muss gar nicht sein. Was wir in Filmen machen, ist manchmal auch sehr wirklich sehr sehr schwer. Aber manchmal haben wir auch nicht so viel Zeit. Aber meistens hat man ein bisschen Zeit, wenn man weiß, was man macht. Und dann hat man auch Zeit zu trainieren. Aber sowas wie Dance, da hast du wirklich nur eine Woche Tage. Oder so. Ja, genau. Ne? Und die schneiden wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? Also wenn du beim Film bist, dann kannst du natürlich, wenn die Szene verpatzt ist, das nochmal neu machen. Ne? Genau, da machst du 10.000 Takes. Dann ist auch egal. Und dann machst du erstmal diesen Part und dann den nächsten Part. Und dann übermorgen shoote dir was anderes. Aber bei Let's Dance ist das nicht so. Ja, aber wir werden da mal anrufen, wenn dir das recht ist. Siehst du, schon sind wir im Geschäft. Nein, aber pass auf. Ich habe noch eine wichtige Frage. Wir hatten vor ein paar Wochen, nämlich im April, haben wir vermeldet, dass Irfan Khan verstorben ist. Der ist ja nun wirklich ganz großer Bollywood-Star gewesen. Hast du ihn gekannt eigentlich? Ja, nicht sehr persönlich, aber der hat als letztes, sein letzter Film, Angrezi Medium hieß das, es wurde von einem Freund von mir produziert. Ich weiß nämlich noch, als die damals in London gedreht haben, da ist er ja durch all das durchgegangen. Und ich war halt sozusagen hautnah dabei, wie er da durchgegangen ist und wie die manchmal früher aufhören mussten mit dem Shoot oder manchmal ging es ihm einfach nicht gut und er meinte, ich mache trotzdem weiter, weil die Produktionen auch wirklich sehr teuer sind für so einen Film in London und die ganze Familie ist da, so viele Leute sind da und manchmal hatten die halt echt Bange, dass er das nicht schafft, diesen Film zu Ende zu bringen. Und ich habe echt wirklich immer davon geträumt, mit ihm mal in einem Film zusammen zu spielen. Aber das wurde leider nichts, aber ich habe echt sehr viel Respekt vor ihm gehabt. Mega Schauspieler, super Mensch, wirklich ein toller Mensch. Aber ja, leider hat es nicht geklappt in diesem Leben. 53 ist er ja, ist also jung verstorben. Ja, muss man wirklich so sagen. Ja, sehr schade, wirklich, wirklich sehr schade. Wie sind denn deine Pläne jetzt weiter? Du wirst doch ein bisschen in Hannover bleiben. Wir sagen immer wieder Hannover, weil die stehen ja ab morgen bei der Schlange vor der Tür, die ganzen Filmproduzenten. Ja. meine Pläne, ja, im Moment, gerade zur Zeit, ich wollte
ja immer zur New York Film Academy und das hat ja immer nicht geklappt, weil ich sehr früh gearbeitet habe schon und dann in Mumbai habe ich auch schon mit einem Film angefangen. Aber jetzt habe ich ja Zeit gehabt und ich dachte, ich mache einen Online-Kurs an NYFA, New York Film Academy. Und das läuft gerade sehr gut. Ich bin wirklich jeden Tag beschäftigt, lerne. Ich bin wieder Student. Und ja, im Moment mache ich das noch bis Juni. Und dann, weiß ich nicht, ich muss halt einfach, ich will wieder arbeiten, ich will wieder was machen. In Indien läuft halt noch nichts. Aber ich überlege so, da sind so kleine Pläne in Deutschland. Ich kann noch nicht viel davon erzählen, aber so einiges planen wir gerade. Und hoffentlich klappt das alles. Und dann, machen einfach eine indische Version vom Tatort. Dann wird dann zwischen um die Leiche und dann. Nee, bitte nicht. Nein. Die Leiche. Genau. Da ruf ich für. Hä? Bitte? Ich würde das gucken. Da ruf ich dich für. Dann sollst du kommen. Und da tanzen. Ich? Ja, genau. Ja. Du kannst das machen. Ja, ich mache mit dir Let's Dance dann. Ja, genau. Ja. Sag mal noch eine Frage. Aber nicht hochwerfen, dann breche ich zusammen. Ne? Also ich kriege noch nicht mal eine Liegestütze hin. Da muss ich erstmal trainieren für. Dann musst du mich hochwerfen oder sowas. Aber es ist ja schon interessant. Viele Leute denken ja, zack, man ist mal eben so ein Star. Man ist mal eben so, zack. Auch in Indien, in der Filmindustrie ein Star. Und eigentlich, was dahinter steckt, das nehme ich jetzt mal heute aus dem Gespräch mit. Du arbeitest, du arbeitest, du arbeitest an der Sprache, am Tanzen, am Auftritt nur. Ja, das ist wirklich so. Ich muss da sagen, Birgit, also ich kriege wirklich sehr viele E-Mails und Instagram-Nachrichten und so. Und viele Leute fragen mich, viele Iranerinnen auch, weil die wissen, dass ich Iranerin bin. Wie bist du nach Bollywood? Wir wollen auch. Ganz ehrlich ist es nicht so, dass ich nicht antworten will, aber ich weiß die Antwort nicht, weil ich weiß einfach nur, es war so hart und es ist nichts Einfaches. Es hat nur mit dem Visum angefangen. Alleine, es hat in Deutschland angefangen. Ich war noch nicht mal da und es war schon schwierig. Es ist wirklich nicht einfach. Und wenn du erstmal da bist, musst du wirklich Lust haben, diese Zeit zu investieren. Sogar jetzt sehe ich, also meine Freunde gehen immer aus und sagen, heute Abend Dinner hier, heute Abend Party da und ich gehe wirklich niemals hin, weil ich entweder an irgendeine Szene dann arbeite oder ich weiß, für diesen Film muss ich nochmal diese Sprache, ich drehe jetzt einen anderen Film noch, die auch eine ganz andere Sprache ist, das heißt Tamil und die Sprache will ich gar nicht lernen, weil das ist wirklich sehr schwer und dafür muss ich aber trotzdem die Emotionen richtig rüberbringen, wenn ich gerade drehe. Und da muss also ich du lernst dann nur die Sätze aus. Genau, genau. Ich weiß, was das bedeutet. Von daher kann ich die Emotionen dann auch zeigen. Aber es ist wirklich so hart, dass sogar wenn ich das auswendig lerne, ich es immer vergesse. So hart ist das. Aber wie gesagt, wenn man Lust drauf hat, hart zu arbeiten und wenn es ein Traum ist und man es will, dann schafft man es auch. Daran glaube ich. Das finde ich jetzt mal einen guten Aufruf. Du musst aber auch immer fit bleiben, ne? Du musst auch immer trainieren und darfst auch nicht irgendwie mal ein Kilo zunehmen oder sowas. Das musst du ja alles noch. Ich habe mein Tanzen, ich habe mein Yoga, ich habe mein Fitnessstudio, mein Trainer. Also das ist alles harte Arbeit. Und wann schläfst du? Aber nur 4 Stunden oder wie? Und dann geht's wieder raus. Nee, ganz ehrlich, also ich muss sagen, ich bin eine Person, ich brauche meine 8 Stunden. Und manchmal, wenn wir halt jeden, also es gibt Tage, wo ich 4 Uhr morgens aufstehe, zum Dreh gehe und übelst spät zurückkomme, weil der Weg auch wirklich so lang ist. Und dann schaffe ich an den Tagen nicht zu trainieren. Und manche Schauspieler, manche Leute sehe ich, die sind wirklich so. Wirklich, ich habe Respekt vor diesen Leuten, die trainieren trotzdem an dem Tag. Ich kann es nicht, weil ich weiß, mein Körper wird es nicht schaffen. Kann ich verstehen. Ich muss mich ausruhen. Und dann ruhe ich mich auch aus und dann manchmal trainiere ich dann eine Woche nicht, weil ich halt jeden Tag drehe oder Action-Szenen habe und so. Dann ist das auch okay. Ich finde, man muss nicht immer so hart sein mit sich selber. Aber ja, generell muss man auf alles achten. So, jetzt noch eine Kurzbeschreibung deiner Traumrolle in Deutschland. Gib mal so einen Steckbrief ab, das möchtest du gerne machen, dann können wir schon mal weitersehen. Jetzt überraschst du mich, darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau nachgedacht, aber ich habe immer eine Rolle von einer Anwältin spielen. Klingt interessant. Was ist mit Til Schweiger-Filmen? Ja. Guckst du sowas?
Ich liebe ihn. So. Bitte. Pass auf, so. Das klippe ich jetzt raus. Und zwar immer nur dann, wo du sagst, ich liebe. Was hältst du von Til Schweiger-Filmen? Ich liebe ihn. Clip. Ich liebe ihn. Clip. Und das schicken wir ihm nächste Woche. Ich kenne ihn nämlich. Ich habe ihn schon mal ein paar Mal getroffen. Und dann schicken wir ihm diesen Clip einfach mal, oder? Das ist so peinlich. Nein, das ist ein Spaß, den wir mit dir machen. Nee, ist der Hammer. Ich liebe ihn wirklich, ich liebe seine Filme und das wäre auch ein Traum. Mhm. Ja, auf jeden so, Fall. So, wir wissen, dass natürlich. Du heute schon wieder weitermachst. Du musst noch trainieren und noch was tun und überhaupt bist very busy. Wir bedanken uns sehr bei dir für das Sonntagsgespräch und wünschen dir noch einen schönen Tag und ich bin mir sicher, dass wir dich demnächst auch in deutschen Filmen sehen werden. Ja. Hat mich gefreut, Birgit. Danke. Tschüss. Danke Ciao. Dir. Mach's gut. Ja, viel Spaß. Ciao. So, Patrick. Ja, Wahnsinn. Der Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Ja. Ich bin immer noch so hell hier. Ich brauche eine Sonnenbrille. Der Wahnsinn ist das. Dies ist ja eine nette, ne? Boah, ja, oder? Und da sehen wir, was und die kommt? Muss ja auch, also intelligent auch, ne? Die muss ja, wenn man so viel Sprachen auch lernt, natürlich. Da muss man ja auch wirklich was im Köpfchen haben. Ne? Und weißt du, was da wiederkommt, dieser alte Spruch, den mein Vater mir immer gesagt hat? Weißt du, wie der heißt? Ohne Fly kein Brei, ja? Also ohne Fleiß kein Preis, weil du hörst ja, was dahinter steckt. Da ist nicht einfach nur, hallo, hier bin ich bin der neue Superstar. Nein, nein, da steckt echt so knallharte Arbeit Wahnsinn. Dahinter. Ja. Kannst du mal die Lampe hier wegmachen, da? Kannst du mal eben... Ja, ich komme gleich vorbei. Da muss man dann, kannst du mal schrauben? Ja, du, wir müssen Thomas Gerres anrufen. Da war viel los am Wochenende. Sport hat das Wort. Und der sitzt da schon und sagt, jetzt überziehen die wieder. Und dann wird der immer nöckelig. Das tun wir nicht. Wir sind heute mal einigermaßen pünktlich, oder? Ich gucke gar nicht auf die Uhr, ehrlich gesagt. Ich aber. Bin so. Eigentlich haben wir immer gesagt, wir rufen im Halb an. Heute haben wir uns aber echt gesputet. Wir haben nur 3 Minuten überzogen und holen ihn rein. Aber es war geht halt nicht mehr ran. Schön. Geht nee, der geht jetzt nicht mehr. Der ist doch da. Guten Morgen, lieber Thomas. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, ihr beiden. Ja, 3 Minuten überzogen, das ist ja bei mir schon immer der Blick auf die Uhr. Aber wir waren heute fast pünktlich, aber kannst du so einer schönen Frau wie Elnaz Nuruzi, da musst du doch einfach sagen, der geben wir auch 3 Minuten mehr, ne? Ganz ehrlich, Biggie, ich hätte ihr auch 30 Minuten mehr gegeben. Das wollten wir von dir hören heute Morgen, charmant. Dann gehen wir nochmal zurück, komm, ruf sie nochmal. Ja, ja, charmanter ging es nicht, heute Morgen so einen Start hinzulegen. Ja, und wenn man so tanzen kann, wenn man so aussieht, dann hat man eigentlich viel Glück auf dieser Erde. Wirklich schade, dass sie in Deutschland nicht so bekannt ist. Mir war es bewusst, dass sie in Indien also tatsächlich ein Topstar ist und kaum über die Straße gehen kann. Und was du vorhin gesagt hast, die Kollegen mal von RTL anrufen, das wäre, glaube ich, so der Wink mit dem Zaunfall. Also, ich höre das so ein bisschen hübscher, raus, dass schöner Thomas möchte auch zu Let's Dance. Ja, und eloquenter geht's eigentlich gar nicht. Patrick, quatsch mir nicht immer dazwischen. Ja, jetzt ist meine Redezeit. Ja, ihr Lieben, ich starte natürlich mal wieder mit dem Samstagslotto, ohne dass wir jetzt gestern einen Lottoschein gemeinsam ausgefüllt haben. Biggie, ich habe es nochmal versucht. Es waren ja 20 Millionen Euro im Jackpot, aber auch der Geld ist wieder an uns vorbeigegangen. Nein, das gibt's doch nicht. Wir müssen weiterarbeiten. Ja, ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Also wir werden es am nächsten Mittwoch auf jeden Fall wieder versuchen. Das letzte Lotto am Mittwoch und am Samstag. Patrick, hast du eigentlich vorher schon mal Lotto gespielt, bevor du bei uns hier reingestoßen bist? Weil du warst ja auch Euro-Lotto tatsächlich. Aber ich weiß, dass man da auf jeden Fall auch ziemlich viel Treffer haben muss, bevor man irgendwie was da... Also man muss dann schon 3 Richtige haben, oder? Damit es irgendwie Auszahlungen gibt. Und dann kriegt man auch nur sein Geld wieder, glaube ich. Oder? Ja, Patrick, wir machen dann nochmal einen Kurs, das machen wir aber okay. Auch. Biggie, das Schöne war ja... Ich habe mir schon eine Sonnenbrille besorgt, weil es bei mir so heiß ist und so hell ist. Ja, ja. Und ich nehme so diesen schwarzen Balken vors Gesicht, damit man mich nicht erkennt. Das geht dann auch einigermaßen. Naja gut, Spaß beiseite. Es soll ja auch sportlich sein und fangen wir tatsächlich mal mit dem Sport an, den ihr gerade schon angesprochen habt. Mit der Frau, die demnächst also sicherlich bei RTL ein Engagement kriegen wird, da bin ich ganz, ganz sicher. Man könnte sich darüber auslassen, über diese Vorzüge, showträchtig, gut aussehen, sportlich zu sein. Freitagabend war es so weit und es war auch lange bei RTL Let's Dance. Und der Herr Lambi hat dann hinterher die Punkte auch verteilt. Aber die Zuschauer, die haben sich für Lilly Paul, also der Tochter von Bernhard Paul, entschieden. Die mit ihrem Tanzlehrer, wo ich den Eindruck habe, dass die beiden sich schon ineinander verliebt haben. Also es sah sehr, sehr vertraut aus. Neue sie hat gewonnen vor Luca.
wo viele ja dachten, also auch aus meinem Bekanntenkreis, und da haben einige gesagt, na, wir gucken das so selten, aber das Finale gucken wir uns mal an und Luca ist der Favorit. Und man hat es auch im Gesicht von Jurorin Mozzi Mabuse gesehen, der sind die Gesichtszüge entglitten, denn sie hatte wahrscheinlich wirklich auf Luca gesetzt. Gut, das war alles nicht. Wir können nicht so gut tanzen wie einige andere, aber ich finde das schon fantastisch, da mitzumachen, wenn da jemand mitgemacht hat. Uli Potofsky hat es ja auch schon mal versucht, als Tanzbär der Nation, ist dann in der ersten Runde rausgeflogen, ist dann aufgrund einer Verletzung eines anderen Teilnehmers wieder reingekommen. Vicky, würdest du da mitmachen, wenn man heute sagen würde, hey Vicky Lechtermann, komm mit? Ich weiß ja nicht, ob ich die Anfrage schon hatte, aber ich kann nicht tanzen und ich bin nicht so ein Tanzbär und ich weiß auch in meinem Alter, dass das irgendwie nicht mehr so schnell geht und ich möchte jetzt nicht irgendwie die Schlagzeile der Nation werden. Sie tanzte wie die Kuh übers Eis, ja. Mit Schlittschuhkufen. Und ich finde, das muss ich nicht mehr haben. Also darum, sonst würde ich da mitmachen. Naja, bei mir wird es ähnlich aussehen. Also ich habe die Tanzschule früher immer umlaufen sozusagen, weil die war in Bochum, wo ich ja geboren wurde und auch meine Jugend verbracht habe, war die in der Nähe des Stadions vom VfL Bochum. Und da musste ich natürlich eher zur Bundesliga, immer 15.30 Uhr, 16 Uhr wäre die Tanzschule angefangen. Das ging eher nicht. Also heute ärgere ich mich so ein bisschen, weil jetzt spielt der VfL, es geht gar nicht ums Tanzen, der VfL spielt in der zweiten Liga, kämpft um den Abstieg. Und wenn man VfL-Fan ist, so wie ich, dann ist das so ähnlich, ja so ein Gefühl, wie kann man es beschreiben, als wenn die Ehefrau einen jede Woche verlässt. Also so tut das weh. Ach, der hat da Thomas. Ich bin einfach nur sprachlos. Du haust hier wieder die Dinger raus, du heute Morgen. Ich habe ja mit dir schon mal ein Tänzchen gewagt nach einer großen Abendmoderation, wollte ich nur sagen. Ne? Das fiel mir noch gerade ein. Eine große Gala, die wir das zwei stimmt. moderiert haben und irgendwie, weiß ich auch nicht, haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Vielleicht sollten wir doch gehen. Sag mal, beim Fußball ist ja was los. Gefällt dir das so? So wie man das hört, man denkt ja auch, die großen Spiele sind so ein bisschen wie Drittliga, ne? Da hört man, wie einer ruft, ey, tritt jetzt, mach jetzt, tu jetzt, schieß. Ja. Also, gefällt dir das so ohne Zuschauer? Ich muss sagen, es sieht fast aus wie Bundesliga. Es sieht fast so aus. Hört sich an wie ein Sommertrainingscamp der Nationalmannschaft oder der einzelnen Bundesligamannschaften. Ja, man sieht tatsächlich alles das, was die Profis drauf haben. Man merkt aber allerdings auch, und das sagen auch die Trainer und die Experten, dass die Profis noch lange nicht auf dem Wettkampfniveau sind, wie sie es eigentlich vor der Corona-Krise waren. Also da sind schon noch Defizite. Aber das, was du ansprichst mit dem Hören, das ist tatsächlich so. Auch die FIFA-Schiedsrichter sagen ja, wir stellen uns ganz, ganz anders auf die Bundesligaspiele ein. Denn wir hören, wenn Sohle an Sohle stößt, wenn Schenkel und Oberschenkel an Oberschenkel stoßen oder Kopf an Kopf, das ist ganz, ganz anders als beim normalen Spiel. Also man hört wie beim Autofahren und trotzdem sind die Spieler eigentlich wie Elektrofahrzeuge. Ruhig und man hört dann nur noch leicht die Geräusche. Aber ich habe ja gerade gesagt, es sieht fast aus wie Bundesliga, vor allem in Gladbach. Wir haben in den vergangenen Wochen auch schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass man in Gladbach sich doch auf die Tribüne setzen kann, und zwar als Pappfigur. Da waren gestern mittlerweile auch 18.000 Pappfiguren, also so Shapes von Thomas Gerres, Biggie Lechtermann und Patrick, die auf der Tribüne saßen, konnte man bei einer Gladbacher Agentur für 19 Euro bestellen und sich dann einen Platz im Stadion auf einer bestimmten Tribüne aussuchen und sich dann da hinsetzen lassen. Irgendwie cooles Bezahlmodell. Ja, und das Lustige ist einfach, es wurde dann in einer anderen Kurve auch noch, also in einer Ecke im Borussia-Park in Mönchengladbach, wurden dann auch noch andere Fans, also Fans von Leverkusen zum Beispiel, hingesetzt oder auch der Trainer. Also das haben die Gladbacher dann auch fairerweise gemacht. Trotzdem ging das Heimspiel für Borussia Mönchengladbach in die Hose. 1-3 verloren gegen Leverkusen. Aber wie gesagt, es war einfach eine Papp-Aktion. Es war eine Papp-Pleite für Borussia Mönchengladbach. Und das Ganze sah schon nach Bundesliga aus. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Gott sei Dank bisher kein Corona-Fall. Das muss man auch dazu sagen, ja. Also Glück gehabt. Und wir werden ja wirklich von allen Ländern beobachtet, was da bei uns so abgeht. Hast du noch was Interessantes für uns? Ja, das, was du sagst, Stichwort andere Länder. Es sind ja in Holland und auch in Spanien die Abos für die Privatsender wirklich ganz nach oben geschossen. Mhm.
In Deutschland, naja, Sky verbucht auch entsprechende Anstiege und Neuabonnements. Aber in Spanien und in Holland, das ist so, dass da mittlerweile pro Bundesligaspiel teilweise 100 bis 200.000 Zuschauer im Sky, nicht im Sky-Abo, sondern im Privat-Abo zuschauen. Und die konnten gestern auch sehen, wie die Bayern gewonnen haben. Die haben Frankfurt mit 5:2 abgefertigt, sind damit immer noch 5 Punkte vor Dortmund, die ja auch gewonnen haben, nämlich in Wolfsburg, Auswärtsspiel gewonnen, 2:0. 5 Punkte Abstand, das könnte bis zum Ende der Saison für die Dortmunder wieder mal ein knappes Rennen werden. Und als erstes werden dann die Bayern, der FC Bayern München, wieder mit der Schuhsohle übers Ziel gehen und dann auf dem Marienplatz in München feiern. Also das ist so meine Prognose, denn die Bayern, wenn sie 5 Punkte Abstand hatten, dann haben sie es noch nie aufgegeben, haben noch nie an der deutschen Meisterschaft gezweifelt und haben auch immer die deutsche Meisterschaft gewonnen. Also erster Bayern, zweiter Borussia Dortmund. Die würden sich natürlich freuen. Ich bin in den vergangenen Tagen mit meinem Sohn auch in Dortmund um den Borsigplatz gefahren. Und mein 12-jähriger Knirps, der spielt ja auch im Nachwuchsleistungszentrum Fußball, Torwart. Und er hat gesagt, Mensch Papa, hier möchte ich mal um den Borsigplatz fahren, was so die Geburtsstätte des Fußballs in Dortmund ist. Da ist Borussia Dortmund gegründet worden in einem kleinen Lokal. Und zwar, wenn die deutsche Meisterschaft gewonnen wurde, dann fahren die Dortmunder in einem Corso durch die Stadt und dann auch entsprechend x-mal um den Borsigplatz, wo zehntausende jubelnder Menschen stehen. Aber Stichwort Fußball bei den Nachwuchsspielern, bei allen Amateuren. Wir haben jetzt gestern zum Beispiel eine Nachricht bekommen, dass ab dem 5. Juni, also nächste Woche Freitag, nicht kommenden Freitag, sondern dann den Freitag, das Training wieder losgeht. Also man packt in den Vereinen im Moment alle Kraft zusammen, zieht alle Trainer, alle Betreuer und alle Verantwortlichen zusammen, die dann sagen, ja Kinder, ihr könnt wieder trainieren. Und die freuen sich natürlich wie Bolle. Klar. Ja klar, klar. Die freuen sich richtig drauf. Ja, ich habe noch was aus der Profiszene. Uwe Seeler, der Ehrenspielführer, ja, der deutschen Nationalmannschaft, lange Jahre, viele, viele Jahre als Spielführer der deutschen Nationalmannschaft dabei gewesen in Wembley, als das Wembley-Tor gefallen ist. Und Uwe Seeler ist auf dem Weg der Besserung. Ah ja, dem ging es ja schlecht, ne? Genau, das habe ich irgendwo gelesen. Ja, dem ging es akut schlecht. Er hat sich nämlich in seinem Haus, er wohnt am Rande von Hamburg, in den vergangenen Tagen einen Hüftbruch zugezogen. Er ist die Treppe runtergefallen. Uns Uwe, ja, mittlerweile ja auch 83 Jahre alt. Wahnsinn. Und uns Uwe hat sich einen Hüftbruch zugezogen, musste notoperiert werden. Er ist aber auf dem Weg der Besserung. Aber wir wissen natürlich, bei Menschen in dem Alter, da ist nicht nur die Risikogruppe im Corona-Bereich angesagt und bei der Pandemie, sondern es wird dann auch schwierig, sich davon zu generieren, weil die Knochen das einfach nicht mehr so mitmachen und diesen Aufbau so schnell gewährleisten wie bei einem jungen Menschen wie bei uns. Dann sagen wir von hier aus nochmal gute Besserung, lieber Uwe Seeler. Ja. Ne? So machen wir das. Das auf jeden Fall. Biggie, Golf ist noch ein großes Thema. Unsere Leidenschaft, unser Sport. Wie sieht es bei dir aus? Warst du unterwegs schon auf der Runde? Mach ein bisschen schneller. Ich zeig dir die Uhrzeit. So, ich gehe nämlich gleich. Auf 44? Nee, ich gehe gleich. Darum, ich habe eine Abschlagszeit. Ja, ich habe auch schon mein Eisen 4. Das ist so mein Lieblingsschläger. Den habe ich geputzt. So sieht ein Golfschläger aus, Patrick. Ja, ja. Und beim Golfen geht man 18 Loch, Patrick. Das ist nicht dann 6 aus 18, sondern man kann 9 Loch spielen, 18 Loch. Ein Eisen 4, damit schlägt man ziemlich weit. Weil ich habe ja so eine, und das ist für alle Golfspieler schon interessant, ich habe wirklich eine Driverphobie, eine Holzphobie. Also diese dicke Keule beim Abschlag, liebe die ich. Funktioniert liebe bei mir ich. Gar nicht. Du liebst sie? Ja, also und dann wumm, das ist meins. Und dann einfach druff. So, nächste Woche haben wir Dr. Jos Gahl zu Gast. Und der hat ja Handicap 0. Und der wird uns dann mal erzählen, wie man so auf Handicap 0 kommt. Ach, das ist der Überraschungsgast aus dem Golfbereich, von dem du mir im vergangenen Tag erzählt hast und für mich so das Quiz rausgemacht hast. Wer hat Handicap 0? Jos hat schon Handicap 0. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ja. Gell? Ja, man nennt Jos Gahl ja auch den golfenden Zahnarzt-Astronauten. Er spielt leidenschaftlich Golf. Das erzählst du jetzt nicht, das erzählen wir als Intro für unsere Sendung am, wann ist er denn da? Ich habe gestern noch mit ihm gesprochen, am Mittwoch ist er unser Gast, kommenden Mittwoch. Ja, prima, dann verabreden wir uns zum Golfen live hier auf unserem Lechterhaus.
Und ich freue mich da auch drauf, denn das Lecherhaus hat ja immer wieder neueste Informationen, manchmal morgens sogar aus allererster Quelle, Biggie. Und wir müssen heute tatsächlich telefonieren, denn unser Autokino-Auftritt, unser Talk im Autokino rückt immer näher. Nein, ich werde nicht mehr. Neues. Das ja. muss ich dir sagen, das wäre noch mein persönlicher großer Traum. Also ich habe ja schon auf vielen Bühnen gestanden, ja, und Andrea Spatzek ja auch. Aber so eine Autokino-Bühne finde ich jetzt irgendwie geil. Ja, also wir können schon halb drauf freuen. Ich habe Neuigkeiten, aber die besprechen wir nachher ganz persönlich und überraschen dann die Öffentlichkeit im Lechterhaus in der nächsten Woche, wenn wir einen Termin ankündigen können. Du bist spitze. Dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Sonntag, mein Lieber. Danke, also. Euch auch. Und dann würde ich sagen, hasta luego, bis morgen. Okay, ciao. Ciao. Bis dann. So, Patrick wird hier noch zum Golfer ohne Golfen. Das ist wie mit Andrea, kochen. Ich sag's dir, wenn du mich mal mitnimmst, ich treffe keinen Ball. Aber pass mal auf, ich muss dir jetzt mal ein Bild zeigen. Warte mal, das haut dich um, bevor ich jetzt Andrea Spatzek anrufe. Zeige ich dir ein Bild. So, ihr Lieben zu Hause. Guckt, was ist denn das maximale Handicap, Denk an, wenn man ganz schlecht ist? Andrea Spatzek hat gestern gekocht und das ist der Wahnsinn, ist das, sag ich mal. Ich kann ja leider nicht österreichisch, aber so war es gestern. Und ja, da rufen wir sie jetzt auch mal an. Was das Maximale ist, kann dir besser Andrea erklären, aber fass dich kurz hier. Oh Gott. Ich bin gestern mit Andrea 4 Stunden Auto gefahren, ja, das werden wir dir gleich erzählen. Und irgendwie 2 Stunden hat sie nochmal die Golfregeln erklärt. Aber sie kann das. Also wir wollen das jetzt mal so sagen. Sie kann das wirklich. Ich kann Hast das nicht. Hast du denn so ein breites Auto, dass ihr da Abstand halten könnt? Ja, konnten wir. Wir haben übrigens, ich habe mit Maske hinten gesessen, wollte ich nur mal sagen. Ach so. Ja, es wird sie jetzt bestätigen. Guten Morgen, liebe Andrea. Du hast ja vielleicht gekocht. Das ist ja Wahnsinn. Guten Morgen. Ja, habe ich gut gekocht. Boah, was war denn das für ein Bild, hör mal? Hast du auch einen Lieferservice? Ja. Ja, okay, gut. Ja, ich deck's auf. Es war nicht wirklich von mir, aber ich habe es gegessen. So, jetzt mach mal das nächste Bild jetzt hier, damit wir mal sehen, wo das war. Pass mal auf, ich gebe euch mal das Bild. Und hier ist es. Da sind wir nämlich zu viert mit Abstand, ihr Lieben, wie ihr seht. Ja, bei Rosenbergers im wunderschönen Rüdesheim. Rüdesheim am Rhein, da waren wir gestern mit Abstand, versteht sich. Und wir wurden bekocht ohne Ende. Boah. Ja, die sind echt fantastisch, phänomenal. Also da kann man immer hingehen. Und die haben auch einen Lieferservice, so ist es nicht. Also, wobei, Rüdesheim, ich war das erste Mal in meinem Leben in Rüdesheim. Wenn du mich nicht dahin gelockt hättest, dann wäre ich heute noch nicht in Rüdesheim gewesen. Ja, stell dir vor, das war sicher nicht das letzte Mal. Nein, es war schön. Und jetzt kommt was Überraschendes, Patrick. Du, es waren irre viele Menschen in Rüdesheim unterwegs. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich habe eine ganz andere Frage. Warum habt ihr mich nicht mitgenommen? Ach ja, wir hätten ja noch einen Platz im Auto frei gehabt. Ja. Haben wir wieder nicht dran gedacht, ne? Ja, also ich esse übrigens auch sehr gern. Okay, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal bist du dabei. Okay, so machen wir es. Okay, warst du schon mal in Rüdesheim? Nee, ja, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ach, dann machen wir dann einen schönen Ausflug. Dann fahren wir dann mit dem Schiff nach Assmannshausen, fahren dort mit der Seilbahn hoch, gehen oben eine halbe Stunde zu Fuß und fahren dann mit der Gondel nach Rüdesheim hinunter. Da weißt du Bescheid für den Sonntagsausflug. Es ist echt ein schöner Ausflug, ja, doch. So. Muss man sagen. Hast du auch was, hast du gestern, soll ich noch was zeigen hier? Hast du dir noch was für uns? Soll ich das Foto mal zeigen? Zeige mal dieses eine Foto vom Nachtisch. Vom Nachtisch, oh, ja. Ich fall um. Ja. Hör mal, die Idee, dass man das Besteck auf den Tisch, auf den Teller legt, ne? Und dann mit Puderzucker praktisch drüber streut und das solche ab, das finde ich, das ist einfach eine mega Tellerdeko, ja? Und dann haben wir einmal Erdbeer und einmal Apfelkuchen. Ja, du hast Erdbeer gehabt. Ja. Ja, ich hatte Apfelkuchen und dann habe ich wirklich, ich gebe zu, mitten in der Nacht, also es war schon sehr spät, hat mich dann Manu noch angerufen, die Frau des Küchenchefs und des Besitzers, und hat mir noch das Rezept durchgegeben, weil ich gesagt habe, ich möchte wenigstens den Zuschauern etwas davon mitbringen. Und das war dann dieses Gläschen, wo eben diese dünnen Apfelscheiben drinnen sind. Also das macht man so, einen Apfel einfach in dünne Scheiben schneiden, blanchieren, dann füllt man das in so Gläser hinein
gibt dann einen alkoholfreien Amaretto dazu. Alkoholfreien Amaretto, sowas gibt es? Das ist für die Autofahrer, ja. Weißt du? Ja, gibt es. Heutzutage gibt ich es alles. Ich bin verwundert. Okay, gut, ich nehme es mal so hin. Macht das Sinn, den Alkohol? Okay. Hat der so einen starken Eigengeschmack? Oder? Er hat, ja, natürlich, klar. Hast du noch nie Amaretto getrunken? Ja, aber. Wüsstest du mal. Ja, aber wie schmeckt denn Amaretto ohne Alkohol? Das weiß ich nicht. Nur noch süß oder was? Das schmeckt nach Amaretto ohne Alkohol. Kinder, es schmeckt genauso wie Amaretto, nur ist halt kein Alkohol drin. Das heißt, das können auch Autofahrer schön konsumieren. Und dann kommt Vanilleeis drauf, ein Tupf Schlagsahne und oben noch Streusel. Ich weiß nicht, was da jetzt genau drauf war. Man kann Schokostreusel nehmen oder auch so gehackte Nüsse. Und das ist einfach das. Aber da war da so ein Teig drin, so wie so ein Kuchenbrösel. Jein, ja, das hat sie mir nicht gesagt. Ich meine, das hat sie mir nicht gesagt. Entweder hat sie es vergessen oder es ist nicht unbedingt notwendig. Vielleicht ist das so durch das Blanchieren passiert, dass es dann ein bisschen, wahrscheinlich gibt man dann noch ein bisschen Zucker drauf und dann wird es ein bisschen sämiger. Aber man kann gegoogelt. Natürlich. Es gibt tatsächlich alkoholfreien Amaretto und es gibt sogar alkoholfreien Gin. Da frage ich mich aber, was macht das denn für einen Sinn? Guck mal, das reimt sich. Ja. Es gibt alkoholfreien Gin. Was hat das für einen Sinn? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also, ich bin ja kein Alkoholfan, aber ich frage mich trotzdem. Jetzt würdest du anfangen. Genau, ich werde Alkoholiker ohne Alkohol. Ja, das ist gut. So wie ich kochen ohne Kochen. Aber es gibt keine Sendung im deutschen Fernsehen. Keine Kochsendung, wo es heißt Kochen ohne Kochen. Ich meine, ich finde das schon genial. Du kochst mit uns, ohne zu kochen. Ich meine, besser, das ist ja irgendwie abgefahren, oder? Ja, aber ich weiß, was der Biolek dazu sagen würde. Interessant. Genau so. Ganz genau. Nein, aber, so. Aber weil du es gesagt hast, da war Teig drinnen. Ja, ich meine, man kann natürlich erkennen, so wie ich das auch schon früher meine, einfach einen Keks nehmen, zerbröseln, reingeben. Das kann man dann auch so ein bisschen schichten. Schmeckt einfach süß und gut. So, beschreib uns doch die anderen Gerichte für den Sonntag, die wir gesehen haben. Das war doch mega. Das war, das war Spargel, das war Steak, das war Wiener Schnitzel. Ja, und ja, dann haben wir noch diese King Prawns, also diese Riesengarnelen. Bis auf das panierte Schnitzel, Paniermehl. Ja, bis auf das panierte Schnitzel, Paniermehl, müsste das ja eigentlich auch alles Low Carb sein, oder nicht? Ja. Deswegen, es waren ja keine Sättigungsbeilagen dabei, also weder Kartoffeln, Pommes noch Reis, Kartoffelpü oder so irgendwo oder Nudeln. Also das war, ja doch, also wir haben jetzt nicht wirklich über die Stränge geschlagen. Doch, ich ja. Meine Tochter wird es wieder sagen, Mama. Also nur weil du Fleisch gegessen hast, deswegen. Ja. Einmal. Also ich bin ja schon bei einmal in der Woche, Kinder. Ja, also einmal. Ja. Ich habe schon komplett runtergeschraubt. Einmal. Ansonsten. Ja, okay, gut. Ja. Ja, wir schrauben es auch runter. Wir hatten gestern tatsächlich auch gesündigt und wir hatten Mettbrötchen mit Zwiebeln. Schönes dunkles Röckelchen und dann. Gut, dass du es gestern gemacht hast und dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Wunderschön. Sag mal, Kinder, ich habe mal eine Frage. Wie ist das eigentlich mit unserem Livestream auf Facebook? Könnt ihr einmal gucken? Kannst du mal gucken, Patrick? Ist da, ist da. Guck auf Facebook. Na dann funktioniert ja alles. Hast du unsere Elnas Nurusi gesehen, liebe Andrea? Diese ausgesprochen hübsche, schlanke Frau habe ich natürlich gesehen, klar. Glaubst du denn, Wahnsinn. Also jetzt bist du ja Schauspieler, ja, mit diesen wunderschönen Haaren, Patrick macht auch schon so. Du, also ich meine, es kann doch nicht sein. Ich wollte gerade sagen, die Andrea hat mich verwechselt. Dreh nochmal, mach nochmal die Haare. Ja, ja. Wir sehen das nicht, du musst noch, mehr sagen. Wir kriegen noch Sponsoring vom Dusch, von irgendwelchen Shampoos oder so. Ja, mach nochmal die Handbewegung. So, genau. Nehmen Männer anderes Shampoo als Frauen? Nein. Okay. Ja, doch, ja. Also weiß ich, ja, ich nehme einfach Shampoo halt. Ne? Also die Werbung sagt ja. Ja, genau, eben. Deshalb frage ich dich. Ach, sei jetzt mal werbekonform. Ja.
Männer brauchen extra Shampoo, das sagen wir jetzt mal. Ja, ja, ja. Nein, aber ja, was ich zu Elnas Norosi sagen wollte, dann kannst du dir vorstellen, dass wir in Deutschland, in Hannover, so einen Star haben, der sowas kann, ich meine, tanzen, so viele Sprachen sprechen. Und für Deutschland wird sie nicht entdeckt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die wird in Deutschland doch durch die Decke gehen jetzt irgendwann, oder? Das wird schon kommen, freilich, ja. Wenn man einmal auf sie aufmerksam geworden ist, mit Sicherheit. Aber ich meine, ich finde es toll, dass sie die Sprachen spricht, ohne dass man jetzt raushört, dass sie Deutsche ist. Ich meine, ich spreche Deutsch und man hört immer noch, dass ich Österreicherin bin. Das stimmt. Nach so vielen Jahren. Ja, nein, aber ich meine, sind wir uns ehrlich, es gibt viele andere deutsch-österreichische Schauspieler, denen man auch anhört, wo sie herkommen. Also, und die werden auch trotzdem geliebt. Also. Es wundert mich auch, dass du nach all den Jahren in Köln nicht irgendwie schon ein bisschen Kölsch angeeignet hast. Oder ist das wahrscheinlich vielleicht doch sogar so? Ich weiß es nicht, wenn du da... Et kütt wird kütt. Es naja. Nein, ich musste ja im Grunde genommen mein Sprachidiom beibehalten oder auch kultivieren. Ja, das stimmt. Das ist der Grund. Ich war ja 2 Jahre in Oldenburg am Staatstheater engagiert, ganz am Anfang meiner Karriere. Engagiert. Wieso? Das klingt sehr wienerisch gerade. So. Engagiert. Also ich würde sagen, das hört sich eher französisch an als wienerisch. Aber okay, gut. Und da hatten dann die Österreicher mich gefragt, wo ich denn herkäme. Okay. Das musste erstmal bei mir eine Sekunde wirken. Der Tag war gestern doch sehr lang. Da haben mich die Österreicher gefragt, wo ich herkomme. Ich brauchte mal eine Sekunde des Nachdenkens. Ja, ja. Da haben mich die Salzburger gefragt, wo ich denn gebürtig herkäme. Habe ich gesagt, aus Salzburg. Das haben sie nicht gehört. Witzig. Jetzt würden sie es vielleicht wieder eher hören, ja. Ja. Also ich muss dir sagen, ich werde jetzt mal diesen Nachtisch ausprobieren. Der geht einfach und lecker. Was sagst du nochmal? Wie lange muss der in den Ofen? Weißt du das auch? Der muss überhaupt nicht in den Ofen. Die Äpfel müssen blanchiert werden. Und damit hat es sich. Ach so. Dann bröselst du einen Keks rein, gibst den blanchierten Apfel drauf. Blanchiert heißt was? Keine Ahnung, wie lange? Ja, ein Dampfbad, ne? Weich gedünstet. Weich gedünstet. Dann kommt es da rein. Dann kannst du noch ein bisschen zucken. Du kannst auch Zimt drauf. Ich gebe nochmal das Bild rein, wie das anschließend aussieht. So, Kinder. Ja, dann gibst du Vanilleeis und Schlagsahne und schon hast du ein wundervolles Dessert, das auf der Zunge zergeht. So sieht's aus. So, das war ja wieder schön mit dir. Danke für den Ausflug gestern. Danke für das schöne Rezept an dieser Stelle. Ja, bitte gerne. Morgen sehen wir uns wieder, ihr Lieben. Und zwar haben wir morgen Professor Dr. Werner, der ist Jochen Werner, der ist ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Essen. Das wird mal ein ganz spannendes Thema. Andrea und ich haben uns gestern schon in seinen Blog, der macht hervorragende Blogs, ja, und Podcasts. Wir haben gestern im Auto einen Podcast von ihm gehört. Das war spannend, gell? War interessant, ja. Deshalb sind wir gespannt, was uns da morgen so erwartet mit ihm. Schön. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen Sonntag. Ja, dir auch, Biggi. Schlag schön ab, schönes Spiel. Und Patrick, was auch immer du machst, hab einen schönen Sonntag. Ich lege mich wieder hin. Dankeschön. Zu Charlie. Ja, okay. Ja. Und tschüss. Ciao. Tschüss, ciao. Wir bleiben wie immer übrig, Patrick. Ja. So. Schön war es heute. Rasant, die Stunde ist schon zu Ende. Und wieder gibt's das ist doch Wahnsinn, oder? Jetzt bleibt uns nur noch eines. Elnas Norosi war da. Superstar in Indien, in Pakistan, überall in Bollywood und unglaublich. Hat wie viele Sprachen? 20. Wie heißt diese? Also es gibt Hindi? Was? Die anderen Sprachen habe ich vergessen. Selbst das kann ich mir nicht merken. Okay. Ich lerne die Sprachen einfach alle und ich merke mir noch nicht mal, welche Sprachen. Thomas Gerres mit Sport, heute sehr viel Sport tatsächlich. War ausdauernd und natürlich mit dem leckeren Nachtisch von Andrea. Der war lecker, ne? Wenn wir den jetzt da stehen hätten, da würde ich mich jetzt drauf stürzen. Ja, ich habe ja nichts abgekriegt. Ja, weiß ich auch nicht, da würde ich mich jetzt drauf stürzen.
Du hast noch was? Nee, ich habe ja nichts mehr. Sie wirft mir ja nichts mehr über den Zaun. Wir müssen ja schon wegfahren, weil sie nicht nachkommt. Okay. Was machst du heute? Wie sieht dein Tag aus? Du legst sie wieder hin. Ui, wir kriegen Besuch. Aha. Und ich muss mich um meinen Balkon kümmern. Der braucht Wasser. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und wir sprechen und sehen uns morgen früh wieder. 10 Uhr. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.